Hey zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist mega geiles Wetter und ich wollte mal wieder eine Nacht im Fahrradwohnwagen verbringen. So ist jetzt alles angehängt. Ich werde jetzt losfahren und damit würde ich sagen, bis gleich. So, ich bin jetzt wieder draußen. Anhänger an Bord. Also durch diese Deichselversteifung traue ich mich sogar mit dem Teil 30 bis 40 zu fahren. Was gerade mein Hauptproblem ist, mein Akku, der ist ziemlich schwach. Ich habe immer noch diese Ladeprobleme, da dieser Ladeeingang vom Akku verrostet ist und keine Kontakte mehr herstellt. Und ich war der Meinung, dass das Bike jetzt vollgeladen war, ist aber leider nicht. Wie wir sehen, miese zwei Balken. Aber ich muss sagen, der lässt sich gut, sehr gut ziehen. Also ich bin jetzt in Gang 2 quasi und der hat immer noch drei Balken. Wenn ich jetzt weniger trete, gehen die natürlich weg. Aber der zieht sich wirklich einfach nur gut. Ich muss das Ganze nochmal mit meinem anderen Fully testen. Da habe ich jetzt zwei Akkus am Start. Aber ich weiß nicht, ob das meine letzte Fahrt wird mit dem, weil wie gesagt, sind schon kleine Mängel, die mich jetzt schon immer mehr und mehr stören. Das ist sehr ärgerlich. Aber jetzt hier kommt Anstieg. Boah, also ich komme gerade brutal ins Schwitzen, denn ich muss extrem viel Akku sparen. Ich will gleich noch einen richtig großen Berg hinauf. Ich fahre jetzt in Unterstützungsstufe 1. Gott sei Dank kann ich mich jetzt wieder ein bisschen rollen lassen. Aber Gott sei Dank ist der Spot auch nicht so weit entfernt. Von daher müsste ich noch hinkriegen. Mal gucken gleich, ob der Akku blinkt. Boah. Aber schön warm. Richtig geiles Wetter. Ich muss jetzt da den ganzen Berg hoch, aber ihr kennt den ja aus den anderen Videos. Mal schauen, ob der Akku das mitmacht. Boah, ich komme gut ins Schwitzen. Aber ehrlich gesagt, ich weiß noch gar nicht, ob ich mit dem Anhänger mal je im Leben da hochgefahren bin. Das heißt auf jeden Fall, für das Bike ist das sowas von ein Belastungstest. Vielleicht geht entweder der Akku kaputt, Motor kaputt, denn das ist ja auch so ein Kunststoffzahnritzel. Und ich bin jetzt selber mal gespannt, ob ich da hoch schaffe. Wie gesagt, Akkuleistung 3 Balken. Sobald es jetzt in Stufe 2 geht, zeigt er nur noch einen Balken an. Ich werde euch mal irgendwo hier versuchen, vorne dran zu klemmen, wobei ich habe jetzt leider nichts. Müssen wir jetzt mal, schaut mal, ich fahre jetzt gerade in Stufe 1 los und schon geht ein Balken weg. Sobald ich hier in Stufe 2 drücke, ist nur noch einer da. Und ich will versuchen, jetzt in der Stufe hochzufahren. Wir gucken mal oben, ob gleich Stufe 3 will ich gar nicht zumuten. Auf jeden Fall brauche ich jetzt mal beide Hände. Wir gucken oben, wie der Akkustand ist.
Also da hoch geht's jetzt. Ich stehe an einem kleinen leichten Abhang, aber der ist nicht groß. Komplett null Bremsen angezogen. Ich werde euch einfach mal doch vorne dran hängen, weil dann kann ich mit euch mehr reden. Hier hinten versteht ihr mich nicht. Ich muss mir unbedingt mal so ein Rode Mikrofon zulegen. Handy bisschen umspannen. Ja, das ist perfekt. So könnt ihr auch gut sehen. Alles klar. Also ich bin immer noch in Unterstützungsstufe 1 und erster Gang. Also mehr Gänge hat das Fahrrad nicht nach unten. Ich quäle mich jetzt ein bisschen gut hier hoch. Ich werde gleich mal Stufe 2 einlegen. Ja, mal gucken, morgen muss ich dann halt ein bisschen ohne Akku fahren. Aber das ist ja so der schlimmste Berg. Morgen kann ich den ja runterrollen. Ich werde einfach mal in Stufe 2 gehen. Ja, man hört den Motor schon gut arbeiten. Und nur noch ein Balken da. Also ihr könnt mir glauben, das ist ein sehr, sehr brutaler Anstieg. Mit Wohnwagen sowieso. Ich weiß gar nicht, was der wiegt jetzt. Aber bestimmt seine 35 Kilo. Ich schalte mal wieder in Stufe 1. Boah. Ja, da fahren wir hier gefühlt 3 km/h hoch. Ich muss unbedingt den Ladeanschluss vom Akku tauschen. 1000%ig. Gang 1. Erste Stufe, nur noch ein Balken. Fast oben. Boah, ich bin sowas von am Ölen. Schaut mal, wie perfekt das in die Natur passt. Wenn der Boden jetzt noch grün wäre, würde man den kaum sehen. Ja, wie wir sehen, wir haben entspannte 18 Grad. Richtig bequem. Hier oben habe ich leider die Batterien vergessen. Oder ich habe Glück, die sind hier hinten drin. Auf jeden Fall habe ich noch hier das Licht. Ah, das reicht auf jeden Fall. Ja, es gibt auf jeden Fall so ein paar Sachen, die mich hier stören. Aber da werde ich nochmal, wie gesagt, ein Fazitvideo machen. Ich werde mich jetzt mal hier ein bisschen häuslich einrichten. Alles auspacken, beiseite räumen. Auf jeden Fall, wie gesagt, ein bisschen aufräumen hier. Genau. So, ich habe jetzt alles eingeräumt hier. Hinter mir hängt die Mütze, da sind die Getränke. Hier habe ich was zu essen. Einmal Reistopf und Würstchen. Da werde ich mir gleich eins essen. Hier oben habe ich Brot drin, noch Beefy, Corniriegel, da ist Kaffee drin. Leider habe ich natürlich das Wichtigste vergessen, ein Bierchen.
ist es irgendwie immer was. Naja, egal. Werde ich mir gleich wahrscheinlich einen Kaffee kochen. Auf jeden Fall genießt man hier ein bisschen die Ruhe. Wie schön das hier ist. So, ich habe es mir jetzt gemütlich gemacht. Brettchen ist wieder hingelegt. Gleich mal ein paar YouTube-Videos schauen. Ich habe mir jetzt schon ein Würstchen gegessen. Ich werde mir jetzt noch eins essen und dann gegebenenfalls gleich noch welche klein schneiden und hier mit in den Reistopf rein. Wahrscheinlich werde ich noch ein, zwei Stück für morgen aufbewahren. Ich habe noch hier ein bisschen Brot, wie gesagt. Frühstück habe ich jetzt nicht so derbste dabei, sondern nur Kaffee. Müssen wir mal schauen, wie wir das Ganze meistern. Auf jeden Fall haben wir jetzt 20 vor 9. Draußen immer noch voll hell. Ich hoffe mal, da geht morgen die Sonne auf. Dann haben wir einen richtig geilen Spot erwischt hier. So könnte man jeden Tag chillen. Mit dem Veloka wäre das nochmal eine ganz andere Nummer. Muss ich mal gucken, ob ich hier auch nochmal hinfahre mit dem Veloka. Gelände ist zwar ein bisschen schlimmer, deswegen weiß ich nicht, ob das klappt. Müssen wir schauen. So, jetzt werden wir mal den Reistopf hier zubereiten. Jetzt werden wir hier noch ein paar Würstchen da reinschneiden. Ist natürlich jetzt gerade alles ein bisschen umständlich. So, das Essen ist am Dampfen. Ich werde mir jetzt noch ein bisschen Brot dabei nehmen und dann gemütlich essen. Dann würde ich sagen, guten Appetit. Mit den Würstchen direkt viel besser.
Es wird dunkel. So, gerade mal den Lüfter repariert. Jetzt ist mir hier so eine Lamelle abgebrochen. Sehr, sehr ärgerlich. Aber der läuft jetzt wieder leise. Und das sind so viele Kleinigkeiten, die mich jetzt so im Nachhinein ein bisschen stören. Deswegen will ich auch, wie gesagt, einen neuen bauen, der ein bisschen größer ist. Viel, viel besser. Hier das zum Beispiel. Der linke ist viel, viel besser wie der rechte. Werde ich euch aber alles im Detail zeigen. So, wir haben jetzt 11:15 Uhr. Draußen stockdunkel, man sieht überhaupt nichts mehr. Man hört viele Tiere, aber nur weiter weg. Wenn ich auf jeden Fall was höre hier in der Nähe, werde ich die Kamera sofort wieder einschalten. In diesem Sinne würde ich sagen, dann bis morgen. Guten Morgen, Freunde. So, gucken wir mal als erstes hier raus. So, ich weiß gar nicht, wie viel Uhr wir haben. 7:15 Uhr. Auch nicht schlecht. Ich habe gedacht, es wäre schon später. Auf jeden Fall machen wir uns jetzt erstmal einen Kaffee. Ich habe wunderschön geschlafen, hätte ich nicht gedacht. Draußen ist schon wieder hell, wir haben jetzt gleich 7 Uhr. Ich mache mir jetzt einen Kaffee und danach tun wir die Natur ein bisschen noch genießen. Sonnenaufgang haben wir jetzt leider keinen, aber gut, ist halt so.
Schaut mal, hier ist einfach eine Mücke drin. Ich habe mir noch mal einen Kaffee gemacht. Nachher soll es auch regnen. Irgendwie hätte ich mich gefreut, wenn es die Nacht geregnet hätte. Denn es war ziemlich ruhig hier, muss ich sagen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich werde wahrscheinlich noch mal hier an den Spot hinfahren. Wahrscheinlich dann mal mit meinem Velocar. Auf jeden Fall werde ich noch mal eine halbe Stunde hier genießen. Und dann werde ich mich so langsam auf den Weg nach Hause machen, beziehungsweise in die Garage. Und da werde ich euch auch noch ein Stück mitnehmen. So, Sachen sind langsam gepackt. Der Wagen ist aufgeräumt. So halbwegs. Die Sachen werde ich gleich noch runterstellen, damit sie nicht während der Fahrt irgendwie runterfallen und irgendwas kaputt geht hier. Wobei viel kaputt gehen kann hier nicht. Genau. Was mir gerade aufgefallen ist. Schaut mal, wie platt der Reifen ist hier. Den kann ich so zusammendrücken. Natürlich keine Luftpumpe dabei. Ja, der ist genauso platt. Ärgerlich, ärgerlich. Gut, ich werde jetzt den Wagen Richtung Garage bringen. Und dieses Stück dahin werde ich euch noch mitnehmen. In diesem Sinne sehen wir uns gleich wieder. So, alles angekoppelt. Also geht's jetzt da lang. So, ich bin jetzt ein paar Meter gefahren. Schaut mal, wie platt der Reifen ist. Er fährt schon fast auf der Felge. Aber fürs Gelände ist das ziemlich gut. Auf jeden Fall geht's weiter. Schaut mal hier diese krassen Bodenwellen, die sind so extrem. Da bin ich gestern einfach mit gefühlt 25 Sachen drüber gescheppert. Der Wagen ist so abgehoben. Ich werde euch mal kurz hier dranhängen und euch das zeigen, wie extrem das ist. Ja, das Schöne ist, es geht jetzt gleich nur noch bergab gefühlt und da wird der Akku hundertprozentig reichen. Das heißt, ich werde jetzt in Stufe 2 bis 3 auf jeden Fall nach Hause fahren. Gerade auf dem Weg finde ich diese Batterie. Ich denke mir, die kommt mir doch bekannt vor. Ich habe die jetzt einfach mal eingesteckt und geguckt auf mein Rücklicht. Hier habe ich das ganze Rücklicht verloren. Eieiei, jetzt habe ich nur die Batterie wieder gefunden. Die Frage ist, wenn die Batterie hier liegt, wo liegt das andere Stück? Die Batterie kann ja im Nachhinein nur rausgefallen sein. Ich werde mal hier ganz kurz was absuchen, aber ich werde wahrscheinlich eh nichts finden. Einige haben von euch gesagt, dieses Rücklicht ist an der Position nicht so gut. Da habt ihr auch recht, aber das ist jetzt nicht deswegen abgeflogen. Denn das Problem ist, die kann man jetzt einfach so draufklicken, damit man halt die Batterien wechseln kann. Dann ist irgendwie der Schnappverschluss aufgegangen. Ja, ärgerlich, muss ich mir irgendwie eine neue Lampe kaufen. Naja, es geht weiter. Das zum Thema 25 über die Hügel brettern.
Ja, ich halte das Auge jetzt ein bisschen auf, guck mal hier, aber ich glaube nicht, dass ich das wiederfinde. Wir haben jetzt 8:45 und es ist sowas von angenehm, hier morgens durch den Wald zu fahren. Wetter ist top, wenig Leute, kaum, eben ein Jogger gesehen, mehr auch nicht. Bergab. Das, was ich gestern hochgefahren bin, geht natürlich auch jetzt wieder runter. Aber ich muss euch sagen, dieser Anhänger braucht keine Bremsen. Klar sind Bremsen definitiv sicherer. Natürlich ist das Fahrrad gerade umgefallen, aber alles gut. So, ich bin mal wieder in der Garage angekommen. Ich habe das Ganze jetzt mal gelöst und jetzt zeige ich euch mal kurz diesen Fuß hier, weil der ist sowas von pervers gut. Ich drehe den und der fährt automatisch runter. Eine halbe Umdrehung fest. Und diesen Fuß werde ich halt viermal hier dran bauen. Ich werde mir gleich noch welche kaufen und die werde ich euch dann im nächsten Video mal zeigen mit den gesamten anderen Materialien. Auf jeden Fall, die Übernachtung hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen, das war wieder was Neues, jetzt mal im Wald übernachtet. Ich überlege, mit dem Velocar nächste Mal dahin zu fahren, aber mal schauen. Ob das meine letzte Übernachtung war, weiß ich noch nicht so ganz, weil das Ganze gefällt mir immer noch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Weil es wird auf jeden Fall 3 bis 4 Monate dauern, bis ich einen neuen baue. Deswegen müssen wir schauen.